Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irena und hier ist Tageswortschrift für euch. Wie immer, intuitiv wählt eine Stapel, erste oder die zweite. Spielt keine Rolle links oder rechts. Und wir werden schauen, was genau Universum möchte dir sagen heute. Auf was sollst du Acht geben? Das sind keine alltäglichen Dinge, das ist allgemeine Botschaft für dich, dass du auf etwas aufmerksam wirst. So, wir werden anfangen und nicht zu viel warten, weil ich rede dann ab und zu mal viel zu viel, dass wir schneller an die Sache kommen. Kann sein, dass du hast in deinem Leben etwas Schreckliches erlebt. Ich möchte sagen, das könnte auch Tod jemanden sein, von jemandem. Zum Beispiel nahestehende Person oder Scheidung oder einfach Verrat. Hier könnte sehr vieles, Katastrophe, Unfall, hier könnte wirklich etwas ganz, ganz Schlimmes sein. Wirklich ganz Schlimmes, Plötzliches. Und sehr, sehr Schlimmes. Du hast die Kraft in dir gefunden, dein Frieden zu finden, dich wieder zu heben, dein Reich aufgebaut, deine eigene Welt aufgebaut. Und die Universum gibt dir momentan Möglichkeit, neue Schritt zu machen. Und das ist nicht ein Schritt. Das ist ein Schritt im Ungewisse, im Universum. Das ist wie ein Quantensprung. So sehe ich das. Das ist wirklich große Veränderung, dass du endlich aus sich jetzt, du hast schon nach diesem schrecklichen Ding, was ist in deinem Leben passiert, du hast Weg zu dir gefunden. Jetzt sollst du wieder nach außen kommen. Versteht ihr, was ich meine? Etwas Schlimmes passiert, dann warst du so in dir gekehrt, du hast an dir gearbeitet, wie weiter es geht mit dir, was wirst du tun und so weiter und so weiter. Die Fassung hast du wieder gefunden. Und jetzt, Universum gibt dir neue Schritt. Mach den Schritt nach vorne. Er zeigt dir schon irgendwie. Ich glaube, du hast die Zeichen schon bekommen, dass ja, du deinen Frieden gefunden hast, aber etwas fehlt noch. Irgendwie so ein Gefühl, dir fehlt etwas. Dir fehlt dieses Glück, dir fehlt Liebe, dir fehlt etwas. Du hast dein Paradies hier schon aufgebaut und dir fehlt jetzt was. Darum, Universum, gibt dir diese Chance, neue Quantensprung zu machen. Nach vorne, etwas Neues erleben, neue Liebe vielleicht, neue berufliches etwas. Dich wieder nach außen zu zeigen, dich wieder in Sozium zu präsentieren, im sozialen Bereich sehe ich das so. Natürlich, du hast Bedenken, aber das ist karmische Situation. Das, was du alles erlebt hast, und momentan träumst du. Und diese Quantensprung, das ist auch nicht so leicht. Das wird heiß werden, werde ich mal so sagen, hastig, heiß werden. Aber das ist alles karmische Situation. Das ist alles Karma, das ist alles vorgesehen hast. Das wurde vorgesehen. Das heißt, deine Seele wusste, was auf sie zukommt. Und jetzt, wie du handeln musst. Sei aktiv. Werde aktiver. Werde neugieriger auf diese Welt. Probiere etwas Neues. Geh nicht aus dem Weg, wenn du siehst, dass jemand interessiert sich für dich. Weil ich sehe hier übrigens hier ein junger Mann oder vielleicht wenn du ein Mann bist, eine junge Frau hat dich, wie soll ich sagen, jemand beobachtet dich, jemand hat ein Auge auf dich geworfen
Und hier die Karten raten dir auf jeden Fall: Sei neugierig auf diese Welt. Versuche etwas Neues zu erleben, Spaß daran haben, Vergnügen und probiere etwas ganz, ganz Neues. So wie wir schauen mal, hier Schweinchenfahrt und hier auf einem solche Papierflieger. Probier etwas Verrücktes, hier so wie aussieht, weil der Stern sagt, das ist Hoffnung. Das ist deine Mission. Ich sehe hier, aber das ist auch karmische Situation, die du schon erlebt hast und diese Quantensprung wieder. Etwas Neues anzufangen. Du sollst wie ein kleines Kind sein. Wow, Leben ist doch schön. Weil hier diese Karte zeigt, ja, Leben ist schön. Leben ist wunderschön. So, und jetzt von die Orakels Botschaft für dich. Riesen. Herausfordernde Selbstmeisterung. Bist du bereit für eine neue Zeit? Ist das nicht passend? Bist du bereit? Okay, du hast erlebt etwas. Du warst am Boden zerstört. Das war schrecklich. Aber momentan, du bist, ich sehe, du bist geheilt. Oder vielleicht bist du auf dem Weg in diese Heilung. Und dann kannst du diesen Sprung wieder machen. Bist du bereit für eine neue Zeit? Für größere Felder der Kraft? Wir Riesen haben dich hervor, heben dich hervor oder nennen dich einen Tor. Zeige, was du kannst. Nimm die Herausforderung an. Das ist Herausforderung, Quantensprung in Ungewissheit zu machen. Neues jetzt in dein Leben kommen kann. Nimm diese Herausforderung. Ich habe Gänsehaut bekommen. Wow. Wow, ich spüre. Ich spüre hier so sehr, dass dieser Mensch, du wirst glücklich. Schau mal, du wirst glücklich. Mach das. Mach das, weil sonst, schau mal, du siehst, dass ich euch zeigen kann, du hast etwas Schreckliches erlebt. Das könnte viel mögliche Dinge sein. Dann ist deine Reich hast du gefunden, aufgebaut hast. Du hast dich wieder gefasst, wieder gefunden in dieser Welt. Und jetzt ist an der Zeit, wieder nach außen kommen, aus sich herauskommen. Viel Spaß und viel Glück. Ich sehe das total alles positiv. So, jetzt zweite. Und hier ist etwas mehr. Hier ist nicht ganz ähnliche Situation, weil hier so eindeutig, Mensch hat etwas erlebt, Schreckliches. Und hier, du machst dir Gedanken, du machst dir Sorgen, kannst nachts vielleicht nicht schlafen, du kriegst Depressionen, schlaflose Nächte. Du sorgst dich um deine Finanzlage oder Existenz. Hier die Karten sagen, dass dir bietet sich eine Möglichkeit. Hier musst du nur fliegen lernen, schau mal. Nur fliegen lernen. Lernen wieder groß denken. Wie sagt man? Denk groß, handle klein. Und ich sehe hier, öffnet sich Perspektive mit einem Mann, ein feuriger Mann, attraktiver Mann, der mitpackt, der dir diese Perspektive zeigt und dich fliegen lernt. So sehe ich das. Und was sehe ich noch? Auf jeden Fall, er wird dir zeigen, gute und schlechte. Hier musst du nur, wie soll ich sagen, keine Maske anziehen, aber wieder lächeln können. Er nicht nur fliegen dich lernt und so weiter, er baut die Brücke zu deinem Herz, zu dir selbst. Hier zum Beispiel, Mensch hat sich selbst schon gefunden. Hier Mensch hat sich irgendwie
noch nicht ganz gefunden. Diese Kopfsache, die Gedanken, die sitzen bei dir im Kopf, die abhaken, diese Möglichkeit nach vorne zu gehen, diese Perspektive neue zu ergreifen, fliegen zu lernen. Das ist wie ein Vogel, der aus dem Ei rausgekommen, ja, und nach in gewissem Moment, er muss aus dem diesen Vogelnest rausfliegen. Was macht die Mutter? Was machen Eltern mit solchen? Die schubsen. Und genauso hier, du musst dich selbst schubsen. Aber ich glaube, dieser Mann, der hilft dir, rauszuschubsen. Du findest hier sehe ich auch, er baut diese Brücke zwischen euch. Du wirst glücklich, du wirst zufrieden, wenn du dich an diesem Mann ihm erlaubst, das zu tun. Rat jetzt für dich. Geh durch diese Verluste. Mach dich nicht fertig, weil hier, schaut mal, Mensch, Fassung verliert, Boden unter den Füßen, aber das sind Kopfsachen. Und dafür machst du dich fertig. Hier machst du dich selbst fertig. Du machst dich für alles verantwortlich, du machst vielleicht auch andere Menschen. Gibt es Menschen, die machen alle andere verantwortlich, nur ich bin nicht. Hier sehe ich, egal wen du verantwortlich machst, schau nach vorne. Nutze diese Perspektive, aus dieser Gedankenlage rauszukommen, egal wie schwer es ist. Weil diese Gerümpel musst du in deinem Kopf, das ist Gerümpel in deinem Kopf, da musst du ihn wegbringen, verstehst du? Abhaken, richtig und weg. Und weg, diese Gerümpel. Aber was ich sehe noch, du denkst, du brauchst viel Hilfe, du denkst, du schaffst das nicht. Aber auf jeden Fall Zeit brauchst du schon. Nimm dir Zeit. Hier steht, ich vermute mindestens maximal so um die 7 Monate. Dass du diese dich öffnest. Kobolde. Kosmisches Kichern. Manchmal wünschten wir, ihr könntet euch mit unseren Augen sehen. Das sind Kobolde. Dann würdet ihr unsere Lachen verstehen. Nehmt das Leben nicht so schwer, weil hier nimmst du wirklich schwer Leben, komplett. Nein, ich habe keinen Ausweg. Nein, das wird nicht, sowieso wird nicht funktionieren. Nein, pessimistisch. Hier ist total Mensch pessimistisch, so sehe ich das. Und hier ist das Beweis. Nehmt das Leben nicht so schwer, denn wir lieben euch so sehr. Die Universum, die dich sogar unterstützt. Einzige Sache, Hirnwäsche. Mach mal deine Hirnwäsche auf andere Art und Weise. Und weg. Mach das weg, alles. Diese Gerümpel aus deinem Kopf, weil du, sonst rennst du von dir selbst. Sehr schöne, eindeutige Legung. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns heute am Abend, liebes Orakel. Alles Gute, alles Liebe, das habe ich lange nicht gemacht. Alles Gute, alles Liebe und bis später, meine Lieben. Tschüss, Papa.